Ich warte immer, dass mal mehr Schlüpper zurückgeworfen werden, als ich rausgehe, aber leider nein. Nicht super, toll, jetzt bin ich sicher, ihr nehmt alle Drogen. Ist es geil. Schöne Grundstimmung hier, ich freue mich hier zu sein. Und ja, ihr seht das schon ein bisschen, Martin hat es auch gesagt. Ich bin so der vom Schlage der alten Rock'n'Roller. Und das ist manchmal so ein bisschen Diskrepanz zu meinem Beruf, weil als Komiker hast du berufsbedingt immer das Gefühl, du musst was Lustiges sagen, egal in jeder Lebenssituation. Als Rock'n'Roller, als Rocker, gerade als Motorradfahrer, kommst du relativ häufig in Polizeikontrollen. Und was Lustiges sagen in Polizeikontrollen ist manchmal sehr konträr, funktioniert ganz, ganz selten. Und ich werde immer durchschnittlich häufig angehalten, wahrscheinlich weil ich aussehe, wie ich aussehe. Das letzte Mal war wirklich vor 3 Wochen gewesen und ich war fast schon daheim. Es war 2:15 nachts, ich bin anständig gefahren und bin trotzdem von der Polizei angehalten worden. Da hast du ja keinen Bock drauf, damit sie ins Bett. So, was machst du? Ich fahre natürlich rechts ran. Polizeiauto so 20 Meter weiter, fährt ran, 2:15. Jetzt steigen die 2 aus, ein Polizist, eine Polizistin. Du hast den ersten Mal schon gesehen, beide total angepisst. Nachtschicht, ne? Eher so ein Gesichtsausdruck wie Klaus Kinski nach der Wurmkur. Der hat Spaß, ne? Sie auch, total stinkig, wahrscheinlich waren sie sauer, weil die Mutti morgens wieder beide das Gleiche angezogen hat. Und sie, jetzt musste sie noch beschreiben, sie kam so aufs Auto zu, klein, untersetzt, mäßig attraktiv. Ich habe das Fenster schon so einen Spalt offen und dann platte mir aber so aus 10 Meter Entfernung schon ins offene Fenster. Sie wissen, warum ich Sie anhalte? Ich so, nee, ich habe keine Ahnung, aber ich rate jetzt mal einsam. So, Moment. Wo du ja auch denkst, hättest du mal das Maul gehalten. Ja. Aber ich habe festgestellt, weil ich halt so oft angehalten werde, dieser Spruch wird von Polizisten bundesweit benutzt. Sie wissen, warum wir sie anhalten. In Niederbayern hatte ich mal so 2 Beispiele Motorrad unterwegs, und so ein kleiner Dicker und so ein großer Dünner. Und der Große sagt dann auch, Sie wissen schon, warum wir sie angehalten haben? Das ist ja selbstverständlich, Herr Wachsmeister. Weil Batman und Robin die echten Verbrecher fangen, oder? Ja, das ist schwierig. Du kriegst ganz, ganz wenig Szenenapplaus von dem Mann. Ich bin so an der Tankstelle gewesen, dann schleichen so 2 um mein Motorrad rum, haben dann geguckt und getan und wollten irgendwas finden. Wenn die was finden wollen, finden die immer irgendwas. Ne? Und dann sagt er so, da haben sie aber auch viel dran umgebaut. Und ich sage, ja, guck mal, ich habe es alles selbst gemacht, ich habe sogar noch schwarz um den Fingernagel. Das ist schwierig, du kriegst das. Ne? Sitzt du wieder 5 Stunden auf der Wache? Es ist blöd. Ne? Das Schlimmste war wirklich letztes Jahr im Sommer mit dem Motorrad, jetzt werde ich angehört, Polizeiauto hinter mir. Ne? Und ich war schon 200 Kilometer gefahren und ich habe Spaß gehabt. Also mit anderen Worten, ich hatte das Maul voller Fliegen. Und dann sehe ich Polizistin, die rückt sich auf die Mütze zurecht und dachte, das ist jetzt auch unangenehm und werf so ein Tick-Tack ein. Das hat die gesehen. Und dann kam die wie von der Tarantel gestochen nach vorne gerannt und schreit mich an. Was war das? Sie hat was genommen? Was war das? Sie hat es gesehen, das waren Drogen. Ich sage, wow, Braune. Ja. So, ganz ruhig, das war keine Drogen, das war meine Antibabypille. Und dann sagt sie, wie Antibabypille? Dann sagt sie, naja, ich habe ihr Blaulicht gesehen, da war mir klar, jetzt wirst du gefickt. So, ja. Es ist nicht mehr schön. Ich habe ein einziges Mal einen Polizist, wo ich sage, muss ich anerkennen, der hat einen geilen Spruch gehabt. Ein Spruch, den man aus anderen Lebenssituationen sehr wohl kennt. Hat er mich angehalten, ich gehe zu, ich war ein bisschen schnell gefahren. Und dann war der ganz lässig, kommt als Auto und sagt nur, sammeln Sie Punkte. Das hat was. Die schlimmste Sorte, vielleicht hat das jemand schon mal erlebt, es gibt so eine Sorte von Polizisten, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich zu viel Till Schweiger Tatort geguckt oder was. Ja, die dann immer so den ganz harten machen. Die ziehen nicht immer die Sonnenbrille aus, wenn sie dich kontrollieren. Auch nachts nicht. Die laufen immer schon auf dein Auto zu, als hätten die so 25 Jahre Bierfässer zugeritten. Dann sagen die immer nur ein Wort. Lehnen sich meistens so mit ihrem Achselschweiß auf dein frisch poliertes Auto nach, gucken ins Fenster und sagen dann immer nur Papiere! Ich guck dir nach einer Sekunde. Schere habe ich jetzt gewonnen. Es ist nicht immer einfach. Gut. Das war jetzt im Prinzip aber nur so zum Warmwerden, weil ihr ja, wie gesagt, das mit dem Alkohol verpennt habt. Thematisch wollte ich über ganz andere Dinge mit euch reden. Martina hat es ja schon gesagt, der Titel meines Programms ist tatsächlich zwischen Rocker und Rollator. Und das ist so, man sagt immer so, der Rock'n'Roll stirbt nie, aber ich habe mittlerweile Rücken. Irgendwas stimmt damit.
Und ich denke immer, ich bin ja einer von den jungen Wilden. Gewesen. Vor 20, 30 Jahren. Aber wir haben den Rock'n'Roll damals zelebriert, Freunde. Wir haben gefeiert. Ne? Aber so mit allem. Koksnoten, Erdbeeren ist komplette Programm. Ne? War eine geile Zeit, wir haben viel gefeiert. Wir haben, im Gegensatz zu euch, wir haben viel getrunken. Lustige Substanzen zu uns genommen. Und das ist ja irgendwann rum. Das merkst du dann am Alter schon. Ne? Mittlerweile bin ich auf anderen Sachen kleben geblieben. Ja, bin ja am manchen Tag bin ich ja hier voll auf Kran und Fink. Ne? Wenn's blöd läuft, auf Posta gut Forte. Ne? Ja, ihr lacht ja jetzt teilweise, aber das ist jetzt in einem Job wie meinem, wenn du ständig unterwegs bist, das ist nicht nur sehr zeitraubend, das geht auch voll ins Geld, dieser ständige Harndrang. Wegen dieser Sanifair-Mafia. Sanifair ist euch ein Begriff? Diese wasserlosen Autobahnklos? Habt ihr das mitgekriegt, dass sie den Preis erhöht haben? Das ist der Hammer, oder? Die ganze Zeit hat bei Sanifair einmal Pinkeln 50 Cent gekostet. Jetzt nehmen die 70, genau! Und irgendwann, ich war irgendwann da, und da war von der Betreibergesellschaft schon eine Frau da, und da habe ich sie mal gefragt. Und da sag ich, für was ist denn diese Preiserhöhung gerechtfertigt? Und da sagt sie, ja, wir haben den Service verbessert. Ich sag, geil, woran merke ich das? Und sie sagt, und die hat es ernst gemeint, sie haben jetzt auf der Toilette Waldgeräusche und Vogelgezwitscher. Im Ernst? Und ich meine, es war nicht immer gelogen. Ach, wenn ihr mal wieder da seid, achtet mal auf diese, denkt mal an diese Worte. In dem Moment, wo diese Werbeansage losgeht, Welcome to Sunnyfair, hast du im Hintergrund Waldgeräusche und Vogelgezwitscher. Aber mal ohne uns haben diese noch alle. Du bezahlst jetzt für einmal pinkeln 70 Cent? Und machen wir es nicht vor, meine Generation rechnet doch so. Das heißt, du bezahlst in echtem Geld 1,40 Mark. Du bezahlst in echtem Geld 1,40 Mark, um das Gefühl zu kriegen, du kackst in den Wald. Die haben es noch nicht alle. Daran merkst du schon, du bist älter geworden, as time goes by. Ja. Ganz im Ernst, Leute, mit Anfang 20 habe ich noch gedacht, ein Urologe hätte was mit Zeitmessung zu tun. Heute weiß ich, falsch. Ganz falsch. Was ich aber vor einem halben Jahr nicht wusste, war, wie so eine Prostatakrebsvorsorge oder so abläuft. So, jetzt mal die Männer. Wer hat schon machen lassen? Irgendwie meldet sich nie das Arsch. Ich hätte gerne mal gewusst, ob es den anderen anders gegangen ist, weil ich bin da hingegangen, ich hatte komplett falsche Grundinformationen. Ohne Scheiß. Leute, ich habe bis zum Schluss gedacht, das geht mit Ultraschall. Und jetzt stell dir das vor, ich komme da damals gut gelaunt in das Behandlungszimmer rein. Das Erste, was ich höre, ist, wie der Gummihandschuh schnalzt. Wo ich noch dachte, ach, die Galle. Irgendwas läuft doch hier. Aber Olaf, gib zu, als Mann mit so Sachen sind wir teilweise dümmlich naiv, gell? Nee, ehrlich, ich habe mir nicht mehr drüber, ja, selbst als der seinen Finger in diesen Topf mit der Vaseline gesteckt hat. Freunde, im Ernst, am Anfang habe ich noch gedacht, du, wer weiß? Vielleicht hat er ein trockenes Nagelbett. Hat er nicht gehabt. Macht durch den Gummihandschuh keinen Sinn, ist mir heute auch klar. Aber das ist ja erstmal eine blöde, unangenehme Situation. Du stehst da mitten im Raum. Die Jeans auf dem Knöchel, die Schlüpper irgendwie in die Kniekehle. Der schwirrt um mich rum wie eine Scheißhausmücke. Ne? Irgendwann steht der Presse hinter mir. Ich denke, was will der? Einen Moment später wusste ich, was der will. Da stand ich über 2 Meter weiter vorne. Ich sag, Doc, was war denn das? Ich sag, hallo, du kannst doch nicht unangekündigt hier die große Hafenrundfahrt. Ich sag, geh, du musst mich doch wenigstens vorher mal, was weiß ich, auf ein Bier einladen oder so. Also, ganz schlimm. Jetzt musst du aber dazu sagen, als bei dem Arzt in der Schule damals Humor dran war, war der scheinbar gerade Kreide holen oder so. Proton! Keine Miene, steht er da, sagt der Herr Heller, glauben Sie mir, wenn das mit Ultraschall ginge, mir wäre das auch lieber. Ich guck den an, ich sag, du lügst doch. Ich hab den doch die ganze Zeit grinsen sehen. Für mich eine hochgradig unangenehme Situation. Was machst du? Ich reiß natürlich schlagartig die Jeans hoch. Jetzt passiert direkt das nächste Fauxpas. Das ganze Klimpergeld vorne aus dem Säckel prasselt auf diesen Praxislaminar. Natürlich guckt der dahin.
was sagst du denn in dem Moment? Ich sage, das ist für Ihre Bemühung. Ich wollte hier nur noch raus. Ich war ja quasi im Fluchtmodus. Hat's auch geschafft bis an den Türrahmen. Bis irgendwer danach gerufen hat, ja, soweit er das beurteilen könnte, gesundheitlich wäre das in Ordnung. Aber, sagt er, Herr Ellers, Sie rauchen, gell? Gebe ich zu, da war es das erste Mal beeindruckt. Sag Respekt. Haben Sie das jetzt wirklich dahin? Nee, sagt er, es hätte jetzt erkannt an den Päckchen Zigaretten in meiner Hosentasche.